Und da sind wir wieder. Wir gehen gerade im Dorfeld jetzt. Und wir werden vorfahren, ja, mir ist tatsächlich zu überrascht zu sein, junger Mann nach dem heiligen Bandschwert zu legen, nicht wie ist es erlaubt, diese Klinge zu führen. Denkt ja, üblich, bla bla bla, Helden, die drei bla bla Amulette errungen hat. Wünscht, zwei bla bla, ist zu wählen hinten. Nun, bla bla, guter Versuch ist. Und mit das zwei Mutes aus dem bla bla, aus das zu holen, bla bla. Wenn du springen kannst, werde ich dich meiner Weise mitteilen, bla bla. Doch nun geh zum Palast, bla bla bla. Mal sehen, war hier auch noch Herzteil? Oh, das war scheiße. Das ist schon mal gefunden. Und erstmal ordentlich Rubine abgesackt. Und auf zum Palast. Ja, das ist der erste Palast. Das ist noch einfach. Oh, ich hasse dieses Mistvieh. Immer diese wilden Statuen. Jeden Pass in jedem Teil. Warum sind die nur so beschissen? Und wir sind am Palast angekommen. Ostpalast. Wundert euch über das große Loch, passt mal auf, dass euch anflogen könnt. Eine Riesenkanonenkugel. Und wir haben es geschafft. Mein Gott, wie kriege ich das wieder Rubina? Gut, hier lang geht's. Was haben wir da unten? Ach, die große Truhe. Oh Mann! Okay Leute, es klingelt! Ich muss kurz weg. Ich pausiere mal kurz. Es geht weiter.
Na, weiter geht's. Hier ist doch nichts mehr. Und unsere Karte. Die Karte. Das Geheimnis. Und weiter geht es. Wow. Und wir haben es geschafft. Und da kommt was. Und es geht weiter. Wir können mit Sascha sprechen, wo es heißt. Tipps. Und jetzt zeige ich euch was Cooles. Juhu! Und dafür brauchen wir halt unser Schmetterlingsnetz. Jetzt haben wir nur eine Fee, schade. Man darf auch noch eine zweite kriegen. Doch, nee, ja. Oh, Mann. Und wir haben eine Fee. Hier brauchen wir den großen Schlüssel. Gehen wir weiter. Wusste, dass Emmo den Schlüssel lädt. Und weiter geht es. Oder spielt halt immer Magie ab? Ein Auslöserpunkt. Wie war denn das nochmal?
Und der Master-Schlüssel. Und hier machen wir kurz einen Schnitt.